Ja, das ist jetzt hier mein gesamtes Equipment und das müssen wir jetzt hier noch irgendwie montieren und als erstes mal diese tolle Stativstange, die nach vorne rausfilmt mit der Kamera, die ich hier in der Hand habe. Seht ihr hier, die hat da extra so Schutzschaumstoff dazwischen, klemmt trotzdem halbwegs in Ordnung hier, je nachdem wie die Unterkonstruktion ist, ganz gut. Und dann muss hier die Kamera drauf installiert werden, sodass die ungefähr auf Augenhöhe vom Fahrer dann nach vorne schaut. Ich zeige euch das mal, nämlich genau so. Ja, passt eigentlich auch so ganz gut. Bisschen höher wäre besser. Mal schauen, wie ich das noch hinkriege. Aber ich glaube, gar keine schlechte Sicht hier. Wichtig hierbei, alles wird mit Strom versorgt. Also erst das Kabel hier von der Kamera wird auch da hochgeführt und ist direkt hier mit dem Auto verbunden, damit ja kein Stromausfall ist. Die nächste Kamera ist diese hier, eine GitHub 2. Die ist dafür da, dass sie hier das Display filmen soll und deshalb muss die hier vorne befestigt werden. Die hat jetzt so einen Magnetfuß dran, der dann hier so irgendwie dahin muss, ja, so, und das dann filmen. Und ich muss da irgendwie eine Magnetplatte hinbringen. Die muss irgendwo hier sein, damit das dann hält. Ja, da habe ich noch eine und auch sogar noch etwas Klebeteil dran. Mal sehen, ob das noch hält. Ja, sieht ganz gut aus. Das sind die Originalteile, die so bei diesen Action-Cams immer dabei sind. Die sind so ein bisschen, können so ein bisschen ein paar Unebenheiten ausgleichen. Müsste man hier nicht gar nicht, weil das hier ziemlich eben ist. Die kriegt man auch gut wieder weg. So, und jetzt müsste meine Kamera, wo ist meine Kamera, da eigentlich gut drauf passen. Passt sie auch, bombenfest. Ja, die hat jetzt so ein bisschen eine Verzerrung nachher im Display, das seht ihr hier. Das macht aber nichts, das kann ich dann in meiner Bildverarbeitung, Videoverarbeitung durchaus wieder ausgleichen. Jetzt muss ich da aber auch mal das Kabel dran machen für die Stromversorgung. So, Stromversorgung ist schon mal an. Das können wir hier mal einschalten. Ja, man gibt da auch das Bild da. Das kann man noch ein bisschen justieren und so nehme ich da vorne mal das Fahrraddisplay auf. Die weitere Kamera ist ja die Schrägkamera. Die sollte jetzt irgendwo hier an der Seite sein, um den Fahrer aufzunehmen. Die mache ich meistens hier hin und da kann man auch gut so ein Pöppel hinkleben. Das machen wir jetzt noch. Ja, diesmal mit einem Powerstrip. Ich hoffe, das klebt hier irgendwie. Dieses Material hier ist irgendwie nicht richtig beklebbar. Muss es das doch eins weiter nach unten kleben hier an die Stelle. Da klebt er ein bisschen besser. Ich hoffe, das hält auch mit dem Powerstrip. Und auch hier ist wieder die Stromversorgung, das A und O. Hier kommt jetzt alles zusammen, ein bisschen schräg noch verlegt und alles dann hier unten eingesteckt. Jetzt fehlt nur noch der Ton. Wo liegt der Ton? Der Ton liegt da. Ja, den Zoom stecke ich mal hier rein und der hat dann ein externes Mikrofon, das kennt ihr schon. Das klemme ich dann bei mir noch an und da kommt dann hoffentlich der gute Ton her. Wenn ich das wegmache, dann hat man so ein bisschen die Geräusche vom Auto, das mache ich ja auch manchmal. Aber jetzt bin ich hier halbwegs vollständig. Okay. Das war's mal hier von meiner Vorführung. Und das ist das Geheimnis der Schrägaufnahmen hier, der Live-Aufnahmen hier aus den Autos. Ah, hier ist noch der Ton. Ja, soweit mal hierzu. Mal eine kleine Doku zu meinem Equipment. Was man normalerweise im Film immer nicht sieht, das soll man ja auch nicht sehen, das ist ja das Geheimnis. Hier jetzt mal live für euch, exklusiv sozusagen. Und jetzt mache ich endlich eine Rundfahrt hier mit diesem tollen Auto.